ist Mann, so fett. Ich hasse dich so sehr, das ist so. Ah! Okay, nee. Nein, ich will noch einen jetzt haben. Ich finde mich halt witzig. Was ist dein Problem? Sorry. Ich bin auch auf so einer toxischen Schiene. Ich war gerade noch in Valorant, deswegen. Sind die alle sehr toxisch. Das ist momentan wieder sehr im Hype, ne? Vorhin hat mir auch so ein Mädel erzählt, dass sie eigentlich Valorant spielen wollte. Aber der eine Kollege kam irgendwie nicht drauf. Hat die wirklich erzählt? Ja, keine Ahnung. Valorant, ich weiß nicht, was im Hype gerade ist. Sie spielt halt. Bist du gut in Valorant oder eher nicht? Weiß ich nicht. Weißt du also, nicht? Halt bisher, ich weiß nicht, von meiner, wie sagt man das, Gruppe, ja. Halt so am besten, glaube ich. Was, also so, du spielst mit einer aktiven Gruppe, meinst du? Ja. Okay. Mhm. Wie alt bist du? 17. Ja, am Anfang habe ich gedacht, du wärst irgendwie 18 oder 19 vielleicht. Oh, bis du angefangen hast, mich zu beleidigen, so, da habe ich dann gedacht, Ich habe dich nicht ernst beleidigt, so, also ich... Ja, ich weiß, wie du das meinst. Hallo, okay, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Hör mal, wie hoch ist deine Aufmerksamkeit von 1 bis 10, so gerade aktuell? Meinst du so Aufmerksamkeit, also halt der Aufmerksamkeitsspanne, so? Wie genau so. Genau so, wie aktiv du denkst, wie deine Aufmerksamkeit ist. So jetzt, nur bei uns im Gespräch, so von 1 bis 10. So eine 7. So eine 7? Oha, okay. Also ich würde sagen 0. Warum? Ja, weil dir das hier nicht mal ansatzweise aufgefallen ist. Echt? Ja, ich habe das schon dreimal gemacht. Dreimal? Junge, ja? Bin ich blind oder so? Weiß ich nicht. Du hast das null gemerkt, wirklich. Echt nicht? Keine Ahnung. Wenn ich den hier gemacht hätte, ja, da sehen das natürlich alle. Ich habe dich die ganze Zeit nur ohne Bart gesehen. Echt? Ja. Nein, du kannst meinen Stream fragen, das stimmt nicht. Wirklich nicht. Da bin ich blind, keine Ahnung. Ich habe das halt immer so, guck, so hast du mich am Anfang gesehen. Ja, ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal so gemacht, so. So, wie alt bist du denn, so? Oh mein Gott, das ist ja voll asozial. Wieso ist das asozial? Stopp, sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze. Hä? Jetzt wirklich so voll wie so die Dumme oder so, Mann. Nein. Es gibt halt immer zwei Versionen. Ich sag mal so, es gibt die Leute, die machen dann den hier. Hä? Hat sie nicht gerade einen Bart? Oder es gibt die Leute wie du, die von sich erzählen fünf Minuten lang und nichts mehr. Es tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, da weiß ich halt, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist. Hä, deswegen aber ich wollte ja... Ne? Okay, egal. Nee, ich wirke jetzt gerade wie das selbstverliebteste Stück überhaupt. Nein, alles gut. Okay, kurz eine andere Frage, ja? Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas? Kommt drauf an, wie groß das Glas ist. Ja, so ein stinknormales Trinkglas. Ein ganz stink von Ikea. So ein Glas hier. Ich habe da einen Löffel drin, das ist mir unangenehm. Also, so ein stinknormales Glas, ja? Wie viele Erbsen passen da rein? In das leere Glas? Boah. Keine Ahnung. So 200? Nö. Keine Ahnung. Nö. Eine. Warum? Ja, weil danach das Glas nicht mehr leer ist. Aber du hast so in der Frage hast nicht gesagt, wie viel ein leeres Glas so reinpassen. Das hast du ja nicht gesagt, das willst, Wort. Willst du kurz im Stream kommen und dir die Frage stellen? Oh mein Gott, hör auf mit deinem Stream. Alter, du gehst so auf. Ja, ich habe da meine Beweise. Das ist ja das Ding. Deswegen. Ja, okay, dann eine Frage noch, dann lade ich dich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe. Dann lade ich dich auch komplett in Ruhe, ja? Okay. Welche Vögel legen keine Eier? Ist das eine Fangfrage? Nee. Ich rede von richtigen Vögeln. Mann. Mann. Ich habe gerade an Pinguine gedacht, aber die liegen ja Eier. Jeder denkt an Pinguine. Ist das deine Antwort, Pinguine? Nein, okay. Manche haben heute auch schon zweimal Tauben gesagt. Magst du Tauben sagen? Nee, Tauben liegen Eier. Nice. Richtig. Ich weiß auch nicht, wie man Tauben sagen kann. Hä, welcher Vogel liegt... Warte mal, stopp. Welcher Vogel liegt keine Eier? Flamingos ja auch. Das geht ja gar nicht, weil das sind ja keine
Ne? Das sind ja. Ich wollte gerade Schalentiere sagen. Ey, das, ich bin so dumm gerade. Scheiße. Nee, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, weil das ja keine, also es sind ja, ne, keine Säugetiere, sowas. Ja. Das wollte ich halt sagen. Und dann ist mir Schalentier reingefallen wegen Eier, aber das passt ja nicht. Oh mein Gott. Ja, was ist die Antwort? Sag's mir. Mann, alle Vögel legen Eier, außer die männlichen Vögel, die nicht. Boah, ey. Ja, ey, komm, den hättest du ja wohl hinkriegen können. Ja, nee, aber das ist halt so. Was? Lass was mich. Ist das? Was ist das? Das ist. Das ist richtig. Wirklich. Wie gut bist du in Geschichte? Scheiße, ne? Lass mal lieber sein, oder? Geschichte, scheiße. Noch. Stell mir mal eine Frage in Geschichte. Also. Nur mal kurz, auf welchem Level wir sind, so besser. Okay, okay. Was war am 6.12.1943 in Berlin? Weihnachten. Nee, was? Also, das gibt eine Anzeige. Das ist ja wohl logisch, oder? Nochmal was? Okay, nee. So weit bin ich noch nicht in Geschichte. Also doch, aber... Also, ich habe gefragt, was war am 6. Dezember 1943 in Berlin? Das ist die Frage. Wer hat mich noch nicht Mauerfall. Raus! Nee, ich gehe mich umbringen. Keine Ahnung. Mauerfall? Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Okay, ich guck dich nicht so an. Danke. Das... Ich mag dich nicht, du bist so gemein. Wow, warum bin ich... Ich bin gar nicht gemein. Ich bin der Netteste Mann. Hier. Ich dachte eigentlich, dass ich so auf einem normalen Intelligenzlevel bin, aber das ist halt schon... Das tut ein bisschen weh mir. Also, scheiße. So ein Eigentor gerade. Also guck mal. danke Sven, danke. Also, pass auf. Was war denn am 24.12.? Weihnachten. Nee, Heiligabend. Heiligabend. Also, was, scheißegal. Was war ungefähr 2 Wochen vor Heiligabend? Jetzt so im religiösen Sinne? Nee, so im feierlichen Sinne einfach so. 24. ist Heiligabend. Was ist ungefähr so 2 Wochen vor Heiligabend? Was gibt's da noch, was gefeiert wird vielleicht von irgendwelchen Eltern? Nicht Christ, nee. Jetzt kommen wir nicht mit Christi Himmelfahrt. Es gibt eine Ohrfeige hier. Verdammt normal. Ich keine Ahnung, was juckt mich die Feiertage? Ich bin. Du hast noch nie Nikolaus geschenkt bekommen, kann das sein? Ach mein Gott, warum denke ich nicht an Nikolaus? Ja, das Junge. Weiß ich auch nicht! Scheiße! Das warum denke ich denn da nicht dran? Ja, ich weiß es nicht. Selber Ohrfeigen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Mann, ja, und worauf willst du jetzt hinaus? Ja, meine Frage war, was war am 6. Dezember 1943 in Berlin? Du hast gesagt, vorhin hast du 26. gesagt. Willst du wieder, sollen wir wieder den Chat fragen? Sollen wir wieder den Chat fragen? Ich bin mir diesmal zu 100% sicher. Okay, ich wette um mein ganzes... 26. hast du vorhin gesagt. Ich wette um mein komplettes YouTube-Gehalt, was auf dem Konto liegt, und das ist nicht wenig, dass ich recht habe. Und das ich möchte auch keinen Einsatz haben. Ich möchte keinen Einsatz haben. Ich möchte einfach nur jetzt von der Community hören. Leute, wer hat recht? Ich habe nicht mal ansatzweise das Wort 26. gesagt. Doch, nicht da kam 26. Nein. Doch. Nein, nein. Doch. Nein. Da kam 26. Hundertprozentig. Nein. Doch. Nein. Also leider habe ich 6.12. gesagt. Und das kannst du dir auch im Stream als Beweis sogar nochmal anhören. Du ärgerst dich jedes Mal, wenn du reinscheißt, ne? Du möchtest so unbedingt eine richtig haben. Ich merke das richtig. Unbedingt! Eine will ich richtig haben. Das tut gerade einfach nur weh, Mann. Okay. Echt? Ich habe noch ein paar. Also, folgendes. Ich habe jetzt eh schon reingeschissen. Ja. Und wenn ich jetzt die nächsten Fragen auch noch reinscheiße, ist ja eigentlich egal. Es ist ja jetzt wurscht, weil ich bin ja trotzdem schon, also ich habe ja trotzdem schon reingeschissen. Aber ich will eine Frage richtig haben, aber das kriege ich, glaube ich, trotzdem nicht hin. Mach einfach. Okay, bitte. Komm, die letzte machen wir noch, okay? Die schaffst du. Ich nehme extra eine einfache. Okay? Oh Mann, wenn du das sagst, ich komme jetzt. Jetzt kommt der Oberhammer, Leute. Warte. Jetzt kommt der Oberhammer, Leute. Okay. Pass auf. Stell dir vor, du sitzt in einem Auto und du bist richtig am Verdursten, okay?
Du fährst mit diesem Auto durch die Wüste. Ja? Mhm. Auf einmal tauchen draußen drei Türen auf. Hinter der ersten Türe gibt es unendlich viel Trinkend. Hinter der zweiten Türe gibt es unendlich viel Essen. Und hinter der dritten Türe gibt es Essen und Trinken, aber nicht unendlich so viel. Meine Frage, welche Türe machst du zuerst auf? Kannst du bitte nochmal die erste Tür, was ist da? Die erste Tür ist unendlich viel Trinken, hinter der zweiten Tür okay. unendlich viel Essen und hinter der dritten Tür ist Essen und Trinken, aber nicht unendlich so viel. Welche Türe machst du zuerst auf? Wieso sind in der Wüste Türen? Ja, das ist jetzt das ist einfach eine fiktionale Frage. Okay. Ja, ich muss ja alle Wege abchecken. Es ja, kann ja alles wieder gut, sein, dass wieder gut. irgendwas mit männlichen Vögeln kommt. Ja, es geht Mann. Einfach. Es geht einfach. Ja, ich nehme die erste. Also mit unendlich viel Trinken. Ja. Siehst du, war doch nicht so schwer. War doch nicht so schwer. Wo ist der Haken jetzt? Ja, komplett falsch. Weißt du, welche Türe du zuerst aufmachst? Die Autotür. Ja, aber jetzt ist es. Oh mein Gott! Ja. Nein! Ja! Nein! Aber jetzt ist es spät. Ich hasse dich so sehr, das ist so. Ah! Okay, nee. Nein, ich will noch eine jetzt haben. Oh. Eine letzte jetzt noch. Weil ich, aber ich hatte es doch schon so was. Ich hab's als so. Mann! Ich, das ist nicht fair. Wirklich. Ja, ich nicht. Hab noch welche, ist ja kein Problem. Okay? Okay, pass auf. Stell dir vor, du wachst morgens in deinem Bett auf, okay? Du stehst auf, gehst in die Küche und machst den Kühlschrank auf, ja? In dem Kühlschrank befinden sich drei Boxen. In den Boxen ist dein Lieblingsessen drin. Jetzt musst du mir sagen, was in den Boxen drin ist. Drei Boxen mit deinem Lieblingsessen. Was ist in der ersten Box drin? Sushi. Sushi, gut, lecker. Zweite Box, was ist da drin? Pizza. Pizza und dritte Box? Nochmal Sushi. Nochmal Sushi, okay. Meine Frage ist, was öffnest du zuerst? Ja, entweder meine Zimmertür oder die Kühlschranktür. Also? Jetzt kommt's drauf an. Ja, die Zimmertür. Nee, die Augen. Ich hab doch gesagt, du wachst in deinem Bett auf. Ich hasse dich, das ist so schwer, Mann.